Grüß euch. In der Corona-Hochburg Sonneberg. Hat er sich extra aufgehoben vom 8. Parteitag, war noch einer da. Das ist meine Heiligenhallen. Das sind die Heiligenhallen. Ja. Alles schick. Hier. Das ist wichtig. Also ich habe einen Knut extra als Mitarbeiter da. Habe ich einen extra Nachschub gebracht. Hier. Das war mal eine alte Apotheke. Eine Apotheke? Moment. Das war erstmal der Intershop. Erstmal war es der Intershop, ist richtig. Und danach war es eine Apotheke. Haben wir was? Ja, gute Laure. Alles drum und dran. Ja, können auch noch bist du mitten im Zentrum? Kreisvorstandssitzungen hier gemacht. Und wenn wir umstellen, dann gehen bis zu 40 Leute rein. Wenn der Knut immer live aus dem London. Seid ihr im Kreisvorstand? Und so macht 16 Leute. Und ja, funktioniert. Ich habe so eine Reihe, nennt sich Live aus dem Landtag. Ja. Wo ich immer einen Kollegen oder eine Kollegin mitbringe, wo wir hier dann irgendwelche Besuche machen. Ja. Und dann abends eine Veranstaltung hier drinnen mit denen zum inhaltlichen Thema. Und jetzt fahren wir wohin? Nach Höllenbach, zu den, an den Teichen. Zum an den Teichen nach Höllenbach. Nach Höllenbach, ich bin gespannt. Glocken haben wir noch nie gesehen, das ist doch ein klasse Ding, um mal auch die Alternative 54 vorzustellen. Das hast du selber gebaut? Mit dem Vater von der Lucy. Das sind verzinkte Edelstahl. Wenn man eine Treppe hinunter geht, da sieht man doch diese Läufe. Ja, ja, ne? Ist schwieriger geworden. Ich will nicht sagen unmöglicher, aber schwieriger mit einem Wort. Und deswegen ist man dankbar, wenn man wirklich geholfen kriegt, wie in dem Fall jetzt, dass man weitermachen kann. Denn ein Verein lebt ja von Nachwuchs. Und wenn man jetzt Mädchen, ich sage, wenn 50% oder 20% hängen bleiben, ist es schon ein Gewinn. Und die muss man aber erst einmal finden. Und wenn ich in die Zeitung setze, bei uns ist es schön, kommt alle. Da kommt niemand. Man muss die direkt ansprechen, man muss organisieren, man muss auch Veranstaltungen machen, Ausflüge. Und ich sag, die zwei Damen, die waren 2 Jahre jetzt bei der Stange, natürlich ändern sich die Interessen. Warum habt ihr aufgehört? Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, aber ich hatte halt einfach generell keine Zeit mehr. Hm. Das Komplizierte an der Glockenröhre ist das Gewicht. Gewicht 70 Kilo, extra Hänger und so weiter. Vor allen Dingen ist es noch was Außergewöhnliches und das zieht dann vielleicht doch noch den einen oder anderen mehr an. Ja, das Außergewöhnliche ist das Komplizierte, aber auch das Interessante. Blasmusik ist natürlich gehört zu uns Bus, dazu, logisch. Bier, Bratwurst. Wie bist du zur Musik überhaupt gekommen? Ich habe mit, noch nie gefragt, mit 5 Jahren, mein Vater hat sogar in Kapellen gespielt, Schiffeklavier, und da musste ich üben. Damals ein bisschen willig und das war eigentlich schade, hingelegt. Und dann habe ich im Fernsehen Maultrommel gesehen. Das war so, ach, schön und so. Und bei meinem ersten Urlaub in Venedig, Alpen, da war ich Feuer und Flamme, das muss ich tun. Und da hat sich das so entwickelt. Man muss natürlich dann Mitstreiter finden. Alleine ist immer schwierig. Meine Frau, Gott sei Dank, immer geschimpft, dein Zeug. Also da mach halt auch was. Und da habe ich auf einer Musikmesse diese Schellen. Ja, ja. Gekauft und die spielen jetzt mit Einspielungen zweistimmig auch und die anderen Instrumente sind immer dann dazugekommen. Ja. Die Abstandsregeln mit den Alphörnern dürften ja einzuhalten sein, oder? Ja, wir spielen ja nebeneinander, 1,50 Meter. Die Alphörner sind 3,70 Meter lang, nach vorne auslaufend. Ja, da, wir brauchen auch kein Mikrofon, die sind laut genug. Ja. Nicht nur in der Schweiz, die haben das dann vermarktet mit dem Käse, sondern auch in Thüringen gab es Alphörner, ganz früher. Hirtenhörner zum Signal geben.
Der, es bricht ein Sturm los und da konnte man über Kilometer weit das hören, bis 40 Kilometer bei günstigem Luftzug und kann man das hören. Und Alphörner haben ja eine höhere Druckwelle wie eine Trompete. Man denkt immer, Trompete ist hoch, aber im Alphorn entsteht mehr Energie mit der Welle. Nicht wegen der Länge, sondern da wird hier erzeugt, geht vor und zurück und dreht dann aus und das ist ja der Schall, den man hört. Und das Holz, genau wie hier, das ich vorhin gezeigt habe, schwingt ja mit. Hm. Wie findet die Alternative 54, vielleicht kannst du dazu was sagen, denn ihre Leute, wo sie sagen, das finden wir gut, das wollen wir unterstützen? Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich natürlich auch hier im Kreis Sonneberg viel unterwegs bin und wir haben uns das auch damals kennengelernt. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile ja 12 Jahre hier und da sage ich natürlich auch, dann höre ich über diese Probleme, die es gibt. Also ich habe jedes Jahr etliche Vereine, die hier aus der Region sind. Ich betreue ja nun auch bis Neuhaus hoch mit die ganze Region. Ich habe mal ausgerechnet, das sind insgesamt knapp 30.000 Euro, die schon aus meinen persönlichen finanziellen Mitteln hier in der Region gelandet sind und für Vereine ausgegeben wurden. Wir haben es zufällig auch mal gemacht heute früh, haben wir gerechnet. Ungefähr knapp 30.000. Also deine Diätenerhöhungen wären eigentlich 30.000 gewesen und die sind hier? Ja. Gut. Die sind hier gelandet. In den letzten 12 Jahren. Jetzt bin ich 12 Jahre Abgeordneter, 12,5. Und das ist alles bei den Vereinen hier gelandet. Und jetzt helfen wir dir, das Ding aber da rein zu schubsen. Das ist nicht einfach, weil es ist 5 cm höher als der Eingang. Da muss ich es immer etwas drehen. Und bei der nächsten muss ich ein bisschen was verändern. Da sind Rollen unten, die da ja. Und so weiter. Oh, es geht alles. Ne, das machen wir jetzt. Kriegen wir hin. Dann alles Gute. Danke. Und auf dass wir bald was hören von das euch. Das nächste Mal geben wir uns die Hand, einmal rückwirkend. Wunderbar. Schönen Gruß an deine Frau. Ja, schön. Ist recht, danke.